Ja, schnauf einmal durch. Willkommen zurück hier bei 7 Days to Die. Ich mache direkt weiter. Ich schaue jetzt gerade alle drei Folgen, also ich mache jetzt alle drei Folgen am Stück. Dann bin ich für die Woche ausgesorgt und kann am Wochenende für die nächste Folge für die nächste Woche wieder aufnehmen. Das heißt, ich habe mal ein bisschen Luft dazwischen. Das ist ungewohnt. Und direkt danach muss ich auch die erste Folge schon bearbeiten, damit ich die dann hochladen kann bis heute Abend. Also bis in dem Fall bis letzten Mittwochabend, weil wir schon weiter sind. Aber jetzt gehört sich das. So, kannst aufhören. Alles klar. Was haben wir jetzt hier? Wieder einen Stack. Das ist gut. Machen wir weg. So. Und jetzt gehen wir hier rein. Nee, eigentlich ist es Blödsinn, jetzt schon reinzugehen. Wir können draußen noch ein bisschen was schaffen. Ist ja noch fast eine Stunde Zeit. Also mehr als eine Stunde Zeit. Nehmen wir noch ein paar Bäumchen mit. Wenn wir eh gerade hier sind, sofern ich die Axt noch benutzen kann, mache ich das jetzt auch. Zack. Zack. Als erstes dann auch gleich wieder Wasser abkochen. So. Und es klingelt schon wieder jemand. Sprich, ich muss wieder einen Cut machen. Entschuldigt bitte. Aber so ist es halt. Ja, bis gleich. So, bin ich schon wieder. Hier ist was los heute. Das ist unglaublich. So, jetzt haben wir auch mal wieder Nacht. Deswegen müssen wir jetzt mal nach Hause gehen. So, hier wieder zumachen. Einfach nur, um ein wenig Sicherheit zu gewährleisten. Das kennt man ja schon. Den Sprung zweimal verkacken. Ist wichtig. Nur dann wirkt es authentisch und dann auch noch vergessen, dass man unten eigentlich Wasser auffüllen wollte. Das macht das Ganze nämlich perfekt. Jetzt können wir hochgehen. Mann, oh Meter, was da so ein Anruf, was ein Klingeln alles durcheinander bringen kann. Schon interessant. Zum einen gehen hier 13 Iron Ores rein. Und eine Kohle wird reichen, denke ich. Hier gehen 16 Wasser rein. Eine Kohle reicht. Das ist jetzt schade für euch, aber wir müssen jetzt hier das wieder aussitzen. Denn unten rumlaufen werde ich jetzt nicht. Nein! Das ist jetzt sehr unschön. Durch das Lieben sind mir 1000 Holz weggegangen. Der ganze Stack Holz ist jetzt quasi weg, weil ich ja das Spiel geschlossen habe. Damit eben nichts passiert, keine Zombies kommen oder sonstiges, währenddem ich weg war. Oh, das ist ganz doof gelaufen. Das ganze schöne Holz ist weg. Das ist gar nicht nett. Aber das kann ich jetzt leider nicht ändern. Ist ärgerlich. Aber so ist es halt. Wir haben hier einmal Erde. Gras, Baumzeugs, ein dickes Federn, noch weitere Eier. Oh, wir haben noch Tee. Cool. Nehmen wir mit. Das Fleisch lassen wir erstmal da. Wir wollen ja nicht Zombies anlocken. Haben wir hier noch was, was wir ausräumen können? Nein, den Rest nehmen wir mit.
Hier sind noch Federn, die kommen dann auch hier rein. So. Hiervon werde ich noch ein bisschen mehr brauchen, von diesem Bleiwort. Das heißt, ich muss noch Stühle und Türen zerstören gehen. Irgendwann mal. Am besten in einem Haus, in einem Hochhaus in dieser generierten Stadt. Denn damit mache ich gern einen Weg über dem Wasser, um das Wasser quasi zu verstecken bei meinem Garten. Finde ich, sieht besser aus. Dann rennst du auch nicht dauernd ins Wasser rein und so. Ja. Wir machen einfach wieder komplett Woodframes draus, würde ich sagen. Und komplett Woodframes draus. Auf dem Weg zurück zum zur Baustelle muss ich dann wieder Bäume fällen und die dann auch gleichzeitig wieder zerlegen in die Woodplanks, damit ich direkt aufstocken kann alles. Also upgraden. Damit das funktioniert. Das kann man halt leider nicht viel machen. Außer warten. Und warten und warten und warten. Und was essen. So. Gucken wir nochmal rein. Es sind noch 9 Stück drinne. Das heißt, ich habe eigentlich viel zu viel Kohle verbraucht. Aber es sind einige Iron Ingots. Nun müssen wir jetzt warten. Ich stehe ja gar nicht auf Warten. Ich bin ein ungeduldiger Mensch. Aber ändern kann ich es jetzt leider nicht. Ich kann hier schon mal gucken, ob es schon wieder noch kein Respawn von Loot. Ich weiß gar nicht, auf wie viele Tage der eingestellt ist. Ich habe mir nämlich von diesem Spiel die Einstellungen schon seit längerem nicht mehr angeguckt. Das ist natürlich langweilig, es tut mir auch leid, aber es gehört halt dazu. Was anderes kann ich jetzt leider nicht machen. Die Picke und die Feuerachsen müssen auf jeden Fall repariert werden. Ich könnte demnächst dann noch Steine anspitzen, um schon mal vorbereitet zu sein, wenn demnächst Pfeile gebraucht werden. Die nehme ich dann mal mit. Sobald die ganzen Woodplanks fertig sind in 1,5 Minuten. So, dann nehmen wir auch gleich schon mal raus, 16 Stück beziehungsweise 16 Pflanzen, einfach nur um gleich Tee machen zu können. Mach schon, gib mir das. Das sind jetzt 600 Sekunden während 10 Minuten. Das ist ein bisschen viel. Das sind 5 Minuten. Das müsste reichen. Also 5,5 Minuten. Habe ich gar nicht auswendig weiß, wie lange so ein Tee dauert. Oh, 7 Minuten. So, auffüllen. Und das passt. Eine kann sogar wieder raus. Und eine zweite kann raus. So. Genau. Es wird gekocht. Hier werden wir auch nochmal nachlegen müssen. Mal gucken, ob das jetzt reicht. Wir tauschen das gerade mal eiskalt aus. Dann brauche ich danach nämlich nicht mehr drauf zu gucken.
Wir nehmen uns mal drei Stück raus. Zack, machen daraus Metal Stripes. Und ich sehe, ich habe hier noch ein Wasser übrig. Das muss auch noch mit rein. Und da muss dann noch eine davon rein. So, jetzt passt das. Aus dir machen wir jetzt Short Iron Pipes und daraus machen wir dann die Short Metal Stripes. Nee, nur Metal Stripes. Damit wir dann danach die Waffen noch schnell reparieren können. Beziehungsweise das Werkzeug. Hier haben wir 20 übrig. Das heißt, wir brauchen hier schon mal 48 Streifen. Und hier brauchen wir 44 Streifen. Und hierfür brauchen wir 44 Streifen. Okay, der stackt das natürlich sofort immer. So, jetzt aber 48 Streifen und 44 Streifen. 48 Streifen und 44 Streifen. So, ein Zombie höre ich auch. Dann haben wir das nämlich auch gleich gemacht. Genau. Und wieder perfekt voll. Jetzt gucken wir, ob hier das ganze Eisen weg ist. Nein. Brauchen wir noch ein bisschen. So. Dann können wir uns auch schon wieder auf den Weg machen. Mit den Steinen wird das wohl vorerst nichts. Na komm. So. Die wieder zurück. Auf dem Weg dahin können wir die Steine ja machen lassen. Diese drei tun wir mal hier separat halten. Und weiter geht's. Direkt wieder zurück zur Baustelle. Wir sind ein sehr arbeitsfreudiger Mensch. Brauche noch keinen Schlaf, denn Schlaf ist überbewertet. Ich werde natürlich auch demnächst mal ein paar Bäume anpflanzen, einfach nur um die Zeit zu nutzen, um ein bisschen mit, wie heißt es, erneuerbaren Energie zu arbeiten. Nein, ich komme gerade nicht drauf. Ja, so ist es meistens. Wenn man was Intelligentes sagen und dann fällt einem das Intelligente nicht mehr ein. Okay, die paar Sekunden können wir noch warten. So, die paar Sekunden sind jetzt um. Aus dir machen wir hier Holz. Und dann geht's jetzt zurück. Ich würde jetzt gerne mal die Außenansicht sehen, wie das denn beim Schwimmen von dieser Person aussieht, weil die hüpft ja eher übers Wasser. Könnte ein wenig sein, wie Jesus, der übers Wasser geht.
noch so leicht so ein Taubenstyle, so mit dem vornickenden Kopf. Sieht sicherlich sehr gut aus. Was ihr nicht seht, ich mache diesen Gang jetzt gerade nach. Also ist es doppelt so gut. So, das war's. Wir müssen es nicht übertreiben. Auch wenn ihr es nicht seht, ich weiß, ich habe mich gerade zum Idioten gemacht. So, da sind wir da. Guten Tag zusammen. Es geht weiter. Schließen und hier öffnen und hier zu voll machen. Nicht so das hier. So, zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Und zack, zack, zack. Zack, zack. Zack. Und hier drüben ist auch noch zack, zack. Genau. Perfekt. Dach ist drinne. So, wir brauchen jetzt wieder die Axt, um hier den Boden rein zu machen. Ich mache ja auch einfach einen Boden rein, da hier eigentlich keiner reinkommen sollte. Was auch noch reinkommt, sind natürlich Fackeln, um das Ganze freundlicher zu gestalten. Kennt man ja. Na, fast zu weit. Sehr gut, wir machen auf jeden Fall Fortschritte. Hier, das ist ein bisschen abgehackt, das gefällt mir nicht ganz. Aber das kann ich jetzt leider nicht ändern. Auf jeden Fall Fackeln. Machen wir mal so 18 Stück. Das hier wird doppelt gemacht. Ich denke, die Decke dann auch. Dass wir die doppelt verstärken sollten, aufgrund dessen, dass da ja relativ viel an Erde drauf kommen wird und Wasser und etc. Ist das vielleicht gar nicht so schlecht? So, jetzt sind wir erstmal hier ein bisschen Kohle fackeln. Oder machen wir einfach. Mal schauen. Ich mache jetzt einfach nur erstmal einfach, um einfach hier ganz viel einfach zu haben. Deswegen muss man ganz oft einfach sagen, denn einfach, einfach ist einfach einfacher. Ich fange natürlich vom Rand aus an, nicht, dass in der Mitte das Gewicht zu groß wird und es dann doch irgendwann einbricht. Vielleicht bin ich ein bisschen zu übervorsichtig hier, aber man weiß nie, was passieren kann. Mit den Fackeln. Ja, sehr eintönige Arbeit, aber sie gehört halt dazu. Kann ich jetzt leider nicht ändern. Das sage ich auch immer wieder. Ich hätte auch das Essen mitnehmen sollen. Ich habe jetzt nur eine Dose Schäm dabei. Aber es wird schon reichen. Für diese Folge auf jeden Fall noch, denn die geht nur noch knappe 6 Minuten. Schön, wie dunkel das jetzt hier drin auch wird. Also wirklich kein bisschen Licht, was hier reinfällt. Wäre eine gute Voraussetzung für Koros Hobbithöhle. Ach ja. Das ist eine sehr eintönige Arbeit. Nicht viel zum Zuschauen, auch zum Machen.
Ist vielleicht doch ein bisschen groß geworden, das Ganze. Hätte ich doch kleiner halten sollen, dann wäre es schneller gegangen. Aber man sieht inzwischen langsam schon immerhin die Veränderung. Man sieht also wenigstens, wir kommen voran. Die letzten zwei Holzblöcke werde ich ja von hier aus nicht machen können, außer ich nehme einen Wood Frame weg. Das lasse ich dann erstmal so. Das mache ich dann, wenn ich draußen die Treppen nach oben gemacht habe. Ich werde auch sehr wahrscheinlich eine rechtsseitige Treppe machen, sprich ich fange mit der Steinseite an, um die Treppe zu machen und dann einmal rumzuziehen, um dann direkt auf der richtigen Seite zu landen. Muss ich mal gucken, ob das so passt, wie ich das gerne hätte. Ich muss auf jeden Fall noch ein paar Treppen machen, weil 4 Stück werden nicht reichen. Naja, immerhin haben wir das gleich geschafft hier. Und ich denke, ich werde mit dem Titel Eintönige Arbeit nicht gelogen haben. Ob ich mich daran erinnere, dass ich diesen Titel nehmen wollte, werden wir sehen. So, jetzt haben wir das wenigstens geschafft. Hier Kohlefackeln nehmen wir mit. Setzen wir auch gleich rein. Und zwar hier, hier, hier und hier. Ich denke, das passt. Wir haben noch eine hier über die Tür. Und hier drin eine über die Tür. Und hier eine über die Tür. So. Haben wir sogar noch ein bisschen was übrig, um hier nochmal Treppchen zu machen. So, jetzt wollen wir mal schauen, wie wir das hier machen. Ich denke, wir können hier hin. Hier, dann kommt hier, also hier eine Treppe, hier eine Treppe, hier eine Treppe. Dann Woodframe, Woodframe, Treppe, Treppe. Oder man müsste halt schon hier vorne anfangen. Woodframe, Treppe, 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 Treppe. Ne, kommt nicht ganz hin. Also wir müssen auf jeden Fall vorher machen, weil ich will nicht hier schon eine Treppe haben. Das passt nicht hier mit dem, mit der Tür dann überein. Möglichkeit wäre auch hier anzufangen, hier noch eine Tür reinzusetzen. Ich denke, das mache ich sogar eher. Nein, was tun sie da? Diese Treppenverschwendung. So, ich gehe jetzt einfach hier rum. So, hier muss nämlich dann ein Woodframe hin. Und hier muss auch einer hin, da kann ich mich hier einmal rumlaufen. So, hier kommt dann wieder Treppe hin. Und hier kommt auch eine Treppe hin. So, da bin ich hier. Dann kann ich hier das erstmal zumachen. Das hier auch. So, und das hält auch. Sehr gut, dann kann man das nämlich einfach lassen. So, wenn wir hier hinkommen, muss hier auf jeden Fall Woodframe hin, sonst bringt das Ganze nichts. Das heißt, wir können hier auch Woodframes hin machen. Hier wird ja ein Dach reinkommen. So. Genau. So sieht das dann aktuell aus. Und jetzt, damit das auch richtig eintönig war, können wir hier auch nochmal schnell das hier machen. Diesen hier. Denn die Zeit ist normalerweise jeden Moment rum, wenn ich mich mit meiner Uhr nicht täusche. Aber das hier möchte ich noch machen. Was ich auch noch machen möchte, ist eine Tür bauen.
Ich hoffe, das reicht jetzt noch von dem ganzen Holz her, was ich noch habe, um das hier so weit hinzukriegen. Nein. So, hier noch. Hier muss dann noch Stein weg. Sonst geht das nicht. Wir hören auch wieder ein Airdrop da hinten, aber der interessiert mich nicht. So, der muss noch hin. Der muss noch hin. Sehr gut, jetzt müssen wir hier noch die Wand reinziehen, um eine Tür zu haben. Weil ich gar nicht weiß, ob ich hier jetzt eigentlich eine Tür reinsetzen kann. Das werden wir gleich sehen. Und das Ärgerliche ist, es wird nicht reichen. Nee, geht nicht. Das heißt nämlich hier, die Steine müssen auch noch weg. Das mache ich jetzt dann noch. Gefällt mir zwar eigentlich nicht, aber es muss leider sein. Denn es muss wohl komplett einmal rundherum Holz sein, wenn ich hier eine Holztür reinsetzen will. Also eine Tür reinsetzen will, um genau zu sein. Wieso gehst du nicht? Kann es sein, dass du wegen der... Das ist jetzt ein Problem, was ich ehrlich gesagt nicht erwartet hätte. Ich weiß nicht, wieso das hier nicht geht. Könnte es vielleicht an der Treppe liegen? Nee, keine Ahnung. Das tut mir jetzt leid. Eigentlich hätte hier noch eine Tür reingesollt. Okay, es wäre sowieso schwachsinnig. Ich komme da gar nicht durch. Dann machen wir das hier wieder weg. Ein wenig improvisiert ist das Ganze schon, das merkt ihr ja. Und man hier wieder Stein hin. Das lassen wir dann einfach so. Und hier kommen wir rum. So sieht es aktuell aus. Und mit diesem Blick auf den See sage ich, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir hier dann doch mehr Fortschritt machen. Dann wird es wahrscheinlich hier an das Gärtnern gehen. Bis dahin, schönen Abend und ciao.